Am 19. Februar 2024 war es soweit. Nach über 6 Jahren Bauzeit und einer mehrere Jahrzehnte umfassenden Planungsgeschichte konnte die Eröffnung des ersten Bauabschnitts der eigenen S-Bahn-Gleise zwischen Frankfurt-West und Friedberg von Frankfurt-West bis Bad Vilbel in Betrieb gehen. Auf 13 Streckenkilometern wurden 2 zusätzliche S-Bahn-Gleise verbaut, die künftig einen unabhängigen Verkehr der S-Bahn von den Regionalfern- und Güterzügen ermöglichen. In diesem Video erhaltet ihr neben einem kurzen Überblick über den Projektablauf und alle Hintergründe eine Vorstellung der frisch in Betrieb genommenen Strecke, einschließlich eines Vergleichs der heutigen Situation mit jener vor dem Ausbau. Viel Spaß! Abschnitt Frankfurt-West-Bad Vilbel bzw. Friedberg ist Teil der Main-Weser-Bahn, der kürzesten Bahnverbindung zwischen Frankfurt am Main und Kassel. Sie nimmt eine wichtigste Schlüsselrolle im hessischen Regionalverkehr ein, bietet aber auch 2 Fernzuglinien und einer Reihe von Güterzügen einen Platz an. Da zudem im dicht besiedelten Frankfurter Speckgürtel seit 1978 eine S-Bahn verkehrt, ist insbesondere der Abschnitt zwischen Frankfurt-West und Friedberg stark ausgelastet und bereits seit langem Teil von Ausbauplanungen. Die ersten Planfeststellungen erfolgten bereits Anfang der 2000er Jahre. Nachbesserungen gab es seit diesen ersten Planungen vor allem in puncto Lärmschutz. Der Ausbau teilt sich in 2 Abschnitte. Dabei ist Abschnitt 1 jener im Februar 2024 eröffnete bis Bad Vilbel. Der Abschnitt 2 führt von dort bis Friedberg und befindet sich derzeit in der Planfeststellung. Der Baubeginn ist für 2026 anvisiert. Der 2017 begonnene Ausbau des ersten Abschnitts umfasste neben dem Bau von 2 neuen Gleisen die Modernisierung aller Unterwegshalte, die Ausstattung der Strecke mit den neuesten Lärmschutzstandards und den Bau eines neuen Haltepunkts in Frankfurt-Ginnheim. Letzterer wurde aufgrund vorgenommener Änderungen separat planfestgestellt und kann daher erst im Dezember 2024 in Betrieb genommen werden. Für den aufmerksamen Fahrgast wurden ab 2018 erste bauliche Eingriffe in Form von Baufeldfreimachungen sichtbar. In verschiedenen Ferien kam es seitdem auch immer wieder zu Teil- oder Vollsperrungen der Strecke. Zwischenzeitlich gab es einige provisorische Zwischenzustände, diese werden im Rahmen der Vorstellung der Unterwegshalte vorgestellt. Da bereits im Lauf des Jahres 2023 absehbar wurde, dass die Eröffnung zum Fahrplanwechsel 2023 nicht realisierbar wird und der Halt Ginnheim ohnehin erst später fertiggestellt werden kann, entschied man sich, sämtliche Fahrplananpassungen und Verbesserungen erst ein Jahr später im Dezember 2024 vorzunehmen, weshalb mit der zum 19. Februar eröffneten Strecke vorerst nur mehr Pünktlichkeit erzielt werden kann. Aber auch das ist ja schon mal was. Zur Eröffnung der Strecke konnten die Arbeiten zwar weit genug, aber bei weitem nicht vollständig abgeschlossen werden. So konnten die neuen Aufzüge lediglich in Bergersheim in Betrieb gehen. An allen anderen Stationen sind mehr oder weniger behelfsmäßig ausgeführte Treppen derzeit die einzige Zugangsmöglichkeit. Vielerorts fehlt es außerdem noch an Sitzgelegenheiten oder den Fahrgastinformationsdisplays, sodass man sich insgesamt mitten in einer Baustelle fühlt. Das alles soll allerdings in den nächsten Wochen und Monaten schrittweise fertiggestellt werden. Aufgrund der nach wie vor laufenden Bauarbeiten muss außerdem vielerorts noch mit verminderter Geschwindigkeit gefahren werden. Das führt insbesondere am ersten Betriebstag aufgrund notwendiger Befehlsübermittlung zu einer ausgesprochen schlechten Betriebsqualität trotz neuer Gleise, die sich allerdings in den darauffolgenden Tagen nach und nach stabilisierte. Wie angesprochen, werden die neuen Gleise zunächst lediglich der Stabilisierung des Betriebs dienen. Erst zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 wird der Fahrplan neu geordnet. Die S6 wird dann auf einen echten Viertelstundentakt gestrafft und über Frankfurt Süd hinaus bis Darmstadt verlängert. Sofern niemandem noch ein Trick einfällt, ist damit zu rechnen, dass die Verbindung Friedberg-Darmstadt nicht fahrbar sein wird, da in Friedberg alle 30 Minuten mit Anschluss aus Gießen beginnende Züge in Frankfurt nur mit den langener Takten des Darmstädter Astes verknüpft werden können, während sich für die Darmstädter Taktlage der in Großkamen beginnende Zug eignen würde. Nach bisher unbestätigten Angaben wird es täglich die halbstündigen Verbindungen Friedberg-Langen und Bad Vilbel-Darmstadt geben, wobei die Langener Züge wie heute sonntags nur bis Frankfurt Süd fahren und die in Bad Vilbel endenden Züge mindestens von Montag bis Freitag, also wie heute, weiter bis nach Großkarben fahren werden. Das ergibt dann einen durchgehenden 15-Minuten-Takt bis Bad Vilbel, der nach Abschluss der Arbeiten auf dem zweiten Bauabschnitt bis Friedberg verlängert werden soll.
Die S-Bahn-Linien S3 und S4 würden dann wie zuvor die S6 immer in Frankfurt Süd enden. Außerdem verschiebt sich für diese und für die S5 die Fahrplanlage im Frankfurter Innenstadtbereich. Der RMV hat glücklicherweise bereits angekündigt, dass zugleich auch eine grundlegende Neustrukturierung der Zu- und Abbringerverkehre, also der Anschlussbusse, erfolgen soll, sodass nicht mit Anschlussverlusten zu rechnen ist. Auch auf der Fernbahn wird es schrittweise mehr Züge geben. Da wäre in kürzerer Zeit die Einführung der RB37 Frankfurt-Gießen zu nennen. Mehr zu den im Dezember neu einzuführenden Zügen erfahrt ihr dann aber, wenn es soweit ist, im Fahrplanwechselvideo. Stattdessen wollen wir uns hier ausführlich die neue Infrastruktur anschauen, analysieren und vergleichen. In Frankfurt-West selbst sind von den Bahnsteigen aus keine Änderungen sichtbar. Nur die Bahnsteigkanten der Fernbahngleise hat man während der letzten Sperrpause etwas erneuert. Erst im Ausfahrabschnitt gen Norden beginnt der umgebaute Streckenabschnitt. Wo einst die S-Bahn auf die Fernbahn mündete, verkehrt sie nun separat auf der Ostseite der Fernbahngleise weiter. Ein Wechsel auf die Fernbahn ist dabei nicht nur nicht mehr vorgesehen, sondern auch überhaupt nicht mehr möglich. Sehr wohl aber einer von der Fern auf die S-Bahn. Nach etwa 3 Kilometern seit den Bahnsteigen von Frankfurt West erfolgt derzeit die Durchfahrt durch den im Bau befindlichen Haltepunkt Frankfurt-Ginnheim. Dort befand sich bis Dezember 2016 bereits ein gleichnamiger Bahnhof mit einem Ausweichgleis, der allerdings über keine Bahnsteige verfügte. Der neue Haltepunkt soll ab Dezember den Frankfurter Stadtteil ans S-Bahn-Netz anbinden und eine Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U1 und U9 an der Haltestelle Nidda Park bieten. Während bis hierhin die heutigen S-Bahn-Gleise einen reinen Neubau darstellten, sind von nun an die beiden mittleren Gleise, also je eines der Fern- und S-Bahn, die einstigen Bestandsgleise, denen jeweils ein Gleis auf beiden Seiten hinzugefügt wurde. Anderthalb Kilometer hinter Ginnheim erfolgt der Halt Frankfurt-Eschersheim. Er bestand bereits vor dem Ausbau als Haltepunkt mit 2 Außenbahnsteigen und präsentierte sich insbesondere zuletzt in einem katastrophalen Zustand. Er lag und liegt unter und um die Brücke der Straße am Weißen Stein, auf der auch die U-Bahn-Linien U1, 2, 3 und 8 verkehren, zu denen an der Station Weißer Stein eine Umstiegsmöglichkeit besteht. Im Zuge des Ausbaus wurde der knappe Platz unter der Brücke maximal ausgenutzt und für die S-Bahn ein Mittelbahnsteig errichtet, dessen Zugänge nun direkt auf die besagte Straße am Weißen Stein führen, was die Fußwege von und zur U-Bahn-Station verkürzt. Hierfür wurden die Bahnsteige ein wenig nach Süden verrückt. Da besagte Brücke baufällig ist, wurden im Zuge des S-Bahn-Ausbaus hier zusätzliche Stützen eingebaut. Betrieblich erfolgte in Eschersheim das Upgrade vom Haltepunkt zum Bahnhof mit 2 Weichenverbindungen. Heißt in der Praxis, im Fall eines Falles können hier Züge nicht nur von einem aufs andere Streckengleis übergeleitet werden, sondern auch beginnen oder enden. Auf den Fernbahngleisen existiert die Betriebsstelle Frankfurt-Eschersheim hingegen nicht mehr und die Züge fahren ganz ungeniert am neuen Halt vorbei. Wie alle Stationen präsentiert sich Eschersheim noch in einem sehr unfertigen Zustand, fügt sich allerdings perspektivisch meiner Meinung nach hier gut in das Gesamtbild ein. Nächster Halt, Frankfurter Berg.
Nördlich des Bahnhofs befanden sich vor dem Ausbau zwei kleine Bahnübergänge. Sie sind im Zuge des Ausbaus beseitigt worden, allerdings nur einer davon durch eine Fußgängerbrücke ersetzt worden. Für Autofahrer ist die Verbindung zwischen West- und Osteschersheim bzw. dem Frankfurter Berg nur noch mit Umweg über die Straße am Weißen Stein, also die Brücke am Bahnhof, möglich. Von nun an bis Bad Vilbel sind die beiden heutigen Fernbahngleise neu gebaut, während die S-Bahngleise etwa dem Verlauf der ehemaligen Fernbahn folgt. Nach 2,4 Kilometern erfolgt der nächste Halt in Frankfurt-Frankfurter Berg, dem Bahnhof mit der spannendsten Historie der hier gezeigten. Bis zum Baubeginn präsentierte sich der Bahnhof, der übrigens bis 1986 noch den Namen Bonner Mees trug, mit einem mittig liegenden Ausweichgleis und einer Unterführung. Neben Gleis 1 befand sich das alte Bahnhofsgebäude. Frankfurter Berg veränderte sich bereits früh sehr stark. Zunächst entstand ein neues Fernbahngleis nördlich des bisherigen, also genau dort, wo sich einst der Hausbahnsteig befand. Für die haltenden S-Bahn stadteinwärts musste daher ein Behelfsbahnsteig samt eigenem Ausweichgleis westlich hiervon installiert werden, hier gut zu sehen mit Bahnhofsgebäude als Referenzpunkt. Das Fernbahngleis gen Bad Vilbel wurde anstelle des einstigen Gleis 1 errichtet und erhielt ebenfalls einen Behelfsbahnsteig, allerdings an der alten und neuen Stelle des Halts. Die Verbindung beider Bahnsteige untereinander und mit der Außenwelt wurde per Überführung hergestellt. Dieser Zustand bestand von September 2022 bis Dezember 2023. Dann erfolgte der Bau der neuen S-Bahngleise mit Neubau eines Mittelbahnsteigs, etwa dort, wo sich einst der Mittelbahnsteig von Gleis 2 und 3 befand. Gleichzeitig wurde das Ausweichgleis und die Behelfsbahnsteige an der Fernbahn zurückgebaut. Übrig geblieben ist eine komplett durch Lärmschutzwände eingehauste Fernbahn mit Überleitstelle und ein moderner Haltepunkt für die S-Bahn, bestehend aus einem Mittelbahnsteig, angeschlossen über eine Überführung, auch hier noch in einem provisorischen Zustand. Die Straßenbrücke der Homburger Landstraße bestand bereits vor dem S-Bahn-Ausbau, wurde allerdings im Zuge dessen in breiterer Ausführung neu gebaut. Nur 1,6 Kilometer später folgt der Halt Frankfurt-Bergersheim. Blicken wir hier nur 6 Jahre in die Vergangenheit, finden wir uns in einer kaum mehr vorstellbaren Naturidylle wieder. Der Haltepunkt lag westlich eines Bahnübergangs, verfügt aber trotzdem als weitere Querungsmöglichkeit über eine Holzüberführung. In und um Bergersheim erfolgten die stärksten Anwohnerproteste gegen den Streckenneubau. Vielleicht gerade deshalb ist die Strecke vor allem hier in extremer Weise durch Lärmschutzwände eingemauert worden und kaum mehr wiederzuerkennen. Nachdem wie in Frankfurter Berg zunächst neue Fernbahngleise mit Behelfsbahnsteigen entstanden waren, existiert auf ziemlich genau der Stelle des alten Haltepunkts nun der neue Haltepunkt. Auch weiterhin bestehend aus zwei Außenbahnsteigen und einer Brücke, die nun grau und metallisch ausgeführt ist, allerdings als einzige bereits über funktionierende Aufzüge verfügt. Das liegt aber vor allem daran, dass im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs wichtige Radwegverbindungen unterbrochen wurden, die nun mit Hilfe der Fahrstuhlüberführung wieder nutzbar gemacht werden sollen. Langfristig, also voraussichtlich etwa 2030, plant die Stadt hier auch wieder den Bau einer Straßenüberführung. Bis dahin sind Bergersheim und der Nachbarort Haarheim per Kraftfahrzeug nicht miteinander verbunden. Beiderseitig bestehen Zubringerbusse zur Bahnstation.
Im Folgenden geht es über einige hundert Meter in unmittelbarer Nähe zum Fluss Nidda entlang. Nach 2,7 Kilometern seit Bergersheim halten wir in Bad Vilbel Süd, zumindest seit dem 28. Februar. Davor wurde hier wegen noch nicht abgeschlossener Arbeiten zunächst ohne Halt durchgefahren. Blicken wir aber auch hier erst einmal in die Vergangenheit. Der Haltepunkt Bad Vilbel Süd, der etwa gleich zentral liegt wie der eigentliche Bahnhof Bad Vilbel, verfügte über zwei Außenbahnsteige und eine Überführung und war ansonsten recht unauffällig ausgeführt. Auch hier entstanden zunächst zwei neue Fernbahngleise mit Behelfsbahnsteigen. Anschließend wurde der Haltepunkt selbst umgebaut und ebenso wie in Bergersheim weiterhin mit Außenbahnsteigen ausgestattet, die allerdings seitdem per Unterführung verknüpft sind. Auch hier bekommt der Fahrgast nicht mehr viel zu sehen als Lärmschutzwände, die im gesamten Bad Vilbeler Stadtgebiet in den Stadtfarben der Stadt der Quellen ausgeführt sind. Hier überqueren wir nun, ohne es zu merken, die Nidda und erreichen daraufhin nach 1,3 Kilometern seit Bad Vilbel Süd und 13,3 Kilometern seit Frankfurt West den Bahnhof Bad Vilbel auf dem brandneuen Gleis 1. Der Bahnhof Bad Vilbel hat verhältnismäßig kleine Änderungen erfahren. Er sah bis 2018 so aus. Seitdem entstanden anstelle ungenutzter Ausweich- und Abstellgleise die beiden S-Bahn-Gleise samt Mittelbahnsteig unmittelbar neben dem Bahnhofsgebäude, in die das Stumpfgleis 2 zum Halt endender Züge der RB34 aus Dorburg-Stockheim eingelassen wurde. Sie fährt zwar in den meisten Fällen bereits ab Frankfurt Hauptbahnhof und damit über Gleis 5, ist aber künftig im Falle hier endender Züge optimal mit der S-Bahn verknüpft. Die Gleise an der Fernbahn wurden nicht verändert und deren Bahnsteige nicht nennenswert modernisiert. Im Nordkopf entstanden Überleitmöglichkeiten von der S-Bahn auf die Fernbahn. Das ist nur logisch, schließlich endet hier der derzeitige Ausbau und die S-Bahn muss sich bis Friedberg die Gleise mit den Regional-, Fern- und Güterzügen teilen. Wie es von hier aus weitergehen soll, lässt sich derzeit hauptsächlich spekulieren. Auf der Internetseite des Ausbauprojekts sind einige Animationen hierfür widerlegt, die für interessierte Zuschauer in der Videobeschreibung verlinkt sind. Ansonsten werde ich euch auch darüber natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten und wäre jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.